Sehr herzlich begrüße ich Sie im Festsaal von Schloss Tammenhain. Das Mercurius-Duo Maria Tosenko und Christoph Geibel wollen Ihnen die Musik des Frühlings in Ihr Herz bringen. Schloss Tammenhain liegt 40 Kilometer nordöstlich von Leipzig in Sachsen. Der Großvater Adolf von Schönberg ließ durch den Architekten Adolf Lein das alte, lange nicht genutzte Herrenhaus umbauen. Der Kunsttischler Franz Schneider aus Leipzig schuf diesen Festsaal mit der begehbaren Ahnengalerie. Zur Einweihung des Festsaals erklang der Trinkspruch: Höher, was in diesen prächtigen Hallen im neu erbauten schönen Schloss, was uns so herrlich hat gefallen, dir, Leute, Freund und Festgenoss. Die Schönbergs lebten, wirkten und feierten mit ihren Gästen in diesem großartigen Saal mitten in einem zauberhaften Landschaftsgarten. 1945 schien das Elternhaus und dieser Saal für immer verloren. War das Wirken der Familie in Tammenhain fast mehr als ein Vierteljahrtausend eine Saat ohne Ernte? Doch es geschehen Wunder. Dank des Wunders der Einheit sind wir Schönbergs wieder in Tammenhain. Die verlorene Zeit war wie ein Schatz im Acker unseres Lebens verborgen. Wir haben gegraben und den Schatz heimgeholt. Unsere Sehnsucht war der Plan, das Elternhaus der Schatz, das Leben ein Fest. Saure Wochen, frohe Feste, Tagesarbeit, abends Gäste, das stete Zauberwort. Menschen bewirken das andere belebende Wunder, das der Musik. Die Musik ist die Sprache, die die Künstler im Himmel hören und den Menschen auf die Erde bringen. Die einen heißen Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Johann Strauss und Astor Piazzolla. Die anderen sind Maria Tosenko und Christoph Geibel. So finden sich Himmel und Erde und Menschen zur Musik. Lassen Sie sich von dem Mercurius-Duo begeistern und als Dank Ihren Beifall erklingen. Das Mercurius-Duo aus Dresden mit Maria Tosenko am Klavier und ich, Christoph Geibel, Violine, begrüßen Sie ganz herzlich zum Online-Konzert hier im Schloss Tammenhain. Wie sagte unlängst ein Künstler in einem Interview, ein Online-Konzert kann natürlich kaum die Vorfreude auf einen Konzertsaal, eine Jazzkneipe oder Ähnliches ersetzen. Aber ich habe in den letzten Wochen selbst einige Konzerte im Internet und im Fernsehen verfolgt und muss sagen, ich war über mich selbst überrascht, mit welch großem Interesse und mit welcher Freude ich diese Konzerte verfolgt und genossen habe. Diese sind natürlich auch neue Ideen gefragt, damit wir alle diese Zeit sowohl emotional und die Künstler und die Veranstalter ebenso diese auch finanziell überstehen. Die Familie von Schönberg und ich haben uns nun zusammengetan, um dieses Online-Konzert gemeinsam zu bestreiten. In dieser inspirierenden Umgebung hoffen wir, dass Sie heute ein wenig auf andere Gedanken zu bringen sind und mit den Stücken um das Thema Frühling erfreut werden. Die Mischung ist vergleichbar einem abwechslungsreichen Spaziergang aus Barock, Klassik bis hin zum modernen Tango. Beginnen wollen wir mit einem Frühlingsstück, welches seit über 300 Jahren die Menschen erfreut und begeistert hat. Es ist der erste Satz aus dem Frühling der berühmten Violinkonzerte von Antonio Vivaldi. Vivaldi hat in seine Partiturseiten musikalische Elemente beschrieben, so das Vogelgezwitscher im Frühling. Das Fließen der Quellen. Thank you.
Auch im Frühling gibt es manchmal Gewitter, da donnert und blitzt es. Und zuletzt, nachdem das Gewitter sich verzogen hat, fangen die Vögel wieder an, ganz vorsichtig mit ihrem Gesang. Ich wünsche jetzt viel Vergnügen mit dem ersten Satz aus dem Violinkonzert Der Frühling von Antonio Vivaldi. Ludwig van Beethoven, geboren 1770 in Bonn und gestorben 1827 mit 57 Jahren in Wien, führte die Wiener Klassik als Komponist und Pianist zu ihrer höchsten Entwicklung und bereitete der Musik der Romantik den Weg. Im vergangenen Jahr 2020 hatte Beethoven also seinen 250. Geburtstag und leider mussten so viele Konzerte abgesagt werden, dass er seine Würdigung nicht erfahren hat, wie es ihm gebührt hätte. So möchten wir heute eine seiner Kompositionen für Violine und Klavier erklingen lassen, nämlich die Sonate Opus 24 Nummer 5, die später den Namen Frühlingssonate erhielt. Den Charakter des Stückes beschreiben Zeitgenossen wie folgt. Hier,
finden wir den originalen, feurigen und kühnen Geist dieses Komponisten, der schon in seinen früheren Werken dem Aufmerksamen nicht entgehen konnte, der aber wahrscheinlich darum nicht überall die freundlichste Aufnahme fand, weil er zuweilen selbst unfreundlich, wild, düster und trübe daherstürmte. Er wird jetzt immer klarer, fängt immer mehr an, alles über Maß zu verschmähen und tritt, ohne von seinem Charakter zu variieren, immer wohlgefälliger hervor.
Thank you.
Wenige Jahre nach Beethovens Tod machte eine andere Komponistenpersönlichkeit in Wien auf sich aufmerksam. Johann Strauss, 1825 bis 1899, sollte ursprünglich eine Laufbahn als Beamter einschlagen. Doch seine Mutter war es, die Johann Junior eine Musikausbildung ermöglichte. Bereits mit 6 Jahren hatte er seinen ersten Walzer komponiert und Violinunterricht hat er heimlich genommen. Sein erster großer Auftritt 1844 in Hinzing, einem Wiener Vorort, wurde ein Riesenerfolg. Danach führten ihn Tourneen mit seinem eigenen Orchester durch ganz Europa. Der Frühlingsstimmenwalzer Opus 410 ist ein Konzertwalzer für Orchester bzw. auch für Koloratursopran aus dem Jahre 1883. Wie schon bei Vivaldi beschäftigen sich hier Motive thematisch mit dem Frühling. Dabei wird zum Beispiel die mit dem Frühling verbundene Fröhlichkeit und Frische durch die sprunghaften Dur-Motive verkörpert oder die Vogelstimmen in dem Querflötenparts. Thank you.
zum Abschluss unseres Frühlingsspaziergangs einen Abstecher in die Moderne hinein und kommen zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten der modernen Komposition des letzten Jahrhunderts, zu Astor Piazzolla. Wir haben mit ihm ein zweites Geburtstagskind im Programm, der in diesem Jahr rundet. Genau vor 100 Jahren, geboren in Argentinien, verstarb er im Alter von 71 Jahren 1992 in Buenos Aires. Sein Leben galt im Zentrum dem Tango und als Instrument dem Bandoneon. Nachdem er mit 8 Jahren ein Bandoneon von seinem Vater erhielt und die ersten Tangos spielte, ließ ihn für sein ganzes Leben die Beschäftigung mit dieser Musik nicht mehr los. Seine ersten Musikerfahrungen sammelte er bei den jeweils längeren Aufenthalten in New York und Paris. Dazu ließ er sich zunächst im Studium sowohl von der Musik des Barock wie der Klassik beeinflussen, später auch der Moderne, beispielsweise durch Igor Strawinsky und noch vom Jazz. Seiner Genialität ist es zu verdanken, dass aus diesem scheinbaren, unübersichtlichen Mix eine ganz ihm eigene Musiksprache in der neuen Musik entstanden ist, die wir heute als typisch Piazzolla bezeichnen könnten. Es ist eine sehr rhythmische Musik und eine ganz eigene Melodik. Auch er hat 4 Jahreszeiten komponiert und wir spielen daraus den Frühling und Sie hören darin sowohl kraftvolle, rhythmische Elemente, aber auch die melancholische Seite. Thank you.
Ich hoffe, Sie konnten einigen schönen Gedanken nachwohnen und Sie konnten die Reise in die schöne, frühlingshaft gestimmte Welt genießen. Hier im Schloss Tammenhain ist das nächste Konzert am 30. Mai 17 Uhr geplant. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, die wunderbare Atmosphäre hautnah zu erleben, die Sie jetzt gesehen haben. Da laden wir zu einer musikalischen Reise durch Europa ein. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Ein Schmankerl zum Abschluss hätten wir noch. Das Salut d'Amour von Edward Elgar, das er 1888 als Verlobungsgeschenk komponiert hatte. Ich freue mich darauf, Sie alsbald wiederzusehen und es verabschieden sich herzlich die Familie von Schönberg und das Mercurius-Duo Maria Tosenko und ihr Christoph Geibel.